Moin liebe Leute und willkommen zu einer Info. Und zwar habe ich ja letzte Woche am 5.6., also vor ziemlich genau einer Woche, dieses Infovideo herausgehauen. Und zwar geht es darum, wie sich der Kanal entwickelt und verändern soll. Ihr habt euch einige Fragen gestellt. Wer sie noch nicht hat, Link dazu immer hier oben und in der Videobeschreibung. Und ja, wir haben jetzt einige Antworten bekommen. Ich habe viele vor allem halt hier in den Kommentaren bekommen. Und zwar wird sich RP gewünscht. Zu Roleplay. Gut, also diese längeren Antworten wie sowas hier. Hier längere Antworten sind halt für mich, sag ich mal, sinnvoller. Zuerst mal nach Top-Kommentare zuerst sortieren. Okay, ich finde sortiert so. Gut, dann mach bitte Multiplayer, mehr Spieler-Map. Ellerbach und Youngtimer ohne Season, Uploadzeit zwischen 17 und 18.30 Uhr. Ganz realistisch und nur Videos, kein Streams und nicht so lange. Video höchstens 15 Minuten. Kannst du mal wieder das Movie Maker nehmen. Das würde reichen für den Anfang und zum Beispiel, wenn zum Beispiel eine Feldarbeit machst und eine kurze Timelapse und dann wieder normal. Du könntest ein Streamprojekt im Singleplayer, Snowrunner und das also zwischen 17 und 19.30 Uhr. Und auch realistisch aus also YouTube-Stream. So, das war's. Gut. Also erstmal BMX-Twig, danke für deinen Kommentar. Und ja. Also. Ich habe mich jetzt für einige Sachen entschieden. Und zwar, mal gucken. Ich habe mich dazu entschieden, auf Twitch zu streamen. Kann man mal PowerPoint hier öffnen. Nebenbei. Repräsentationssache. So. Beim Thema Streams, wenn wir schon da sind. Ja, gut, da. Also, ich habe mich dazu entschlossen, hier zu streamen. Da. Auf Twitch. Zeiten. Kann ich nur spontan machen, Leute. Ehrlich. Ich habe nicht so Zeit, dass ich sagen kann, ja, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde. Ich sag jeden Tag um 8 stream ich, kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. Mal habe ich Tage, da ist meine Freundin da, da kann ich nicht streamen. Mal habe ich Tage, da muss ich auf dem Feld arbeiten, helfen. Mal habe ich Tage, da muss ich noch was lernen, dann habe ich keine Zeit und so Sachen. So. Die Spiele sind LS, also das denke ich mal, kann ich halt für mich selbst regeln, so Sachen hier. Gut, dann geht's weiter. Und Ellerbach. Ehrlich, Ellerbach? Also ich meine, ich habe Ellerbach lange gezockt, es war auch ein geiles Projekt. Aber ich habe jetzt nicht mehr so Motivation auf Ellerbach. Ja. Map können wir gerne nochmal drüber abstimmen, was für eine Map und so. Zum Ende des Videos hin werde ich dann mit euch nochmal kurz überlegen, was für Map, was man machen kann für ein Projekt. Da würde ich euch bitten, nochmal Map-Ideen für den LS19 eine Projektidee in die Kommentare zu schreiben. Erstmal. Und zwar wäre mein Wunsch halt eben ein Projekt, was noch 15 Minuten so geht, die Folge. Wenig mit Karten. Und vielleicht mal nicht nur realistisch wie auf der Mich ab, wo alles. Realistisch mit Seasons siehst das anders, sondern eher so ohne Seasons, vielleicht doch mit Rea, aber halt dann so ein bisschen auch mit größeren Maschinen und vielleicht auch Cursed oder Multiplayer, irgendwie sowas halt. Wenn ihr den habt, gerne in die Kommentare. So, gut. Dann von Finisher. Minecraft, wenn du Lust hast, ja, Minecraft wird kommen, wenn Warna beginnt, in der 1.16. Dann RP, ja, aus der Schule. MP mit wegen Box. MP mit wenigen Mods, aber wenn man sich was aufbaut oder dass du zum Beispiel einen Hof hast und dann sollte die gerade Zeit haben, helfen. Okay, gut, also streamen Abend gerne oder was du willst, alles wenn ich Lust habe. So, also danke erstmal für deinen Kommentar, finde ich ja. Und ja, streams am Abend, da bin ich auf jeden Fall für. Oder auch jetzt wie zum Beispiel heute, denke ich, habe ich einen Mittagsstream gekommen, weil ich jetzt nicht viel rausgehen kann, weil ich ein bisschen Probleme mit Brust irgendwas habe, Schmerzen, deswegen kann ich nicht so viel mich bewegen. Ja, MP wegen Mods, das kann man machen. Da kann man bestimmt auch mal ein MP-Projekt mit der Community organisieren, was halt live gestreamt wird, wo dann halt auch Zeiten sind, wo ihr da mitmachen könnt und sowas. RP, ja, kann man mal drüber reden, aber ich würde im RP erst noch ein bisschen warten, weil es gibt halt so viele RP-Projekte auf YouTube, weshalb ich jetzt nicht direkt noch ein RP-Projekt machen wollen würde. Weil es gibt ja Pharmatown, es gibt so viel RP. Ich finde, RP ist geil, aber immer RP oder sowas ist jetzt nicht so meins. Ich gesagt, das bin ich so der RP-Spieler. So, Snowrunner. Ja, Snowrunner kann ich gerne mal zocken. Dann eher so im Stream oder auch schon mal Video auf der Platte. Müsste ich mal schneiden irgendwann. Wird auch irgendwann mal eins geben. Upload-Tage, Geraldine. Ja. Meine Freundin hat mein täglich uploaden. Da kann ich aber sagen, gut, dann bleibst du halt weg, Freund. Geraldine. Und treffe mich halt nicht mit dir. Auch nicht schlimm. Okay, irgendwann gucken wieder, kann ich. Muss es. Okay, ja, also ist Martin. Gut.
MP Level for 1.5 mit Realistic Mod Seasons, Zeitraffer. Also ein reines Zeitrafferprojekt. Da könnte man eigentlich sogar drüber nachdenken. In dem Sinne drüber nachdenken, dass ich das dann halt OBS aufnehme und nebenbei streame. Dann hätte ich so ein bisschen sowas gemacht. Ich könnte das dann so machen, dass ich einen OBS doppelt starte und dann hätte ich einmal das Stream Overlay drauf und so, das könnte ich hinkriegen. Da könnte ich halt drüber nachdenken, über den MPL aber. Ja, da kann man drüber nachdenken. Gut. Am besten Zeit. Nimm dir am besten zum Schneiden Shotcut, das habe ich auch und könnte dir helfen. Ja. Lespix bei Yaki. Wenn du dich bei mir melden könntest, wird wohl ich auch gleich nach dem Video noch einen Kommentar zu dir verfassen. Dass ich mal bei Discord bei mir melden könnte, das wäre ziemlich nice. Oder ich melde mich bei dir, wenn du deine Discord-Daten schickst, also deinen Discord-Name. Streamen auf YouTube. Ja, also dazu gibt's die Sache. Es ist so, wenn ich einen Server kaufen will, kostet der Server 27 € einmalig und dann 10 € pro Monat. Könnt ihr euch ausrechnen. So, wenn jetzt so ein Aslot-Server, für Server habe ich damals 27 € zahlen müssen und dann nochmal 8 € monatlich. So, das ist einiges an Geld, finde ich. Das ist mein klar. Wenn ich jetzt 200 € pro Monat verdienen würde mit YouTube, kein Problem, dann wäre es nicht viel, aber. So, wie das Ganze, würde ich sagen, nein, weil auf YouTube praktisch nicht halt einfach. Ich meine, es geht nicht darum, dass ich Geld verdienen muss. Es geht einfach darum, wenn ich sowas machen möchte. Es gibt Unkosten. Ich habe zwar auch Bock auf sowas, aber die ganzen extremen Unkosten, wie für Server mit Multiplayer, wo ich dann 16 Slots für brauche, weil ich nehme und sowas. Für so ein Projekt, der dann halt läuft und so. Es kostet einfach. Können ja mal, Nitrado, kann ich ja mal gucken. Können wir mal gucken, was sowas kostet. Nitrado. So. Einfach auf Nitrado gehen. Und gehen jetzt hier auf Produkte, Game Server. Gucken wir uns mal so einen Nitrado Server zum Beispiel an. Ich kann auch überall anders holen, es ist egal. Müssen wir hier Farming Server nehmen. So. Jetzt sagen wir mal dann hier mal. Ja, das passt so erstmal. Wir jetzt sagen, wir nehmen einen 16 Slots Server. So, 16 Slots. Und sagen dann auch, wir machen auf Advanced, dass wir genug Modram haben und genug Modspace. So. Okay, 17,50 für 30 Tage, aber jetzt machen wir mal für ein Jahr. 50 €. Bei 90 Tagen für. Das ist schon ein bisschen was. Und da müsst ihr überlegen, das kostet es halt vor allem. Wenn ich dann jetzt sage, ich will noch ein bisschen bessere Performance haben, weil 16 Leuten und so auf größer Map. Ja. Sind wir ganz schnell auch schon mal bei 20 €. So ungefähr. Egal, wer ich nichts nehmen will. Von daher, mit Twitch kann ich halt ein bisschen Geld verdienen. Durch Werbung, durch Bits ist nicht viel. Aber ich kann das Geld dann nachher wieder nehmen, um halt den Server zu finanzieren und sowas. Das soll jetzt gar nicht ausbeuten von euch oder so. Ihr müsst auch nichts spenden und so, aber. So ist es halt. So. Streamen auf YouTube. Hab ich ja geklärt. So, Headset, ja, das ist jetzt hier. Erlabach mit Seasons, möglichst realistisch von Upload-Zeiten. Mach es einfach so oft du für neue Videos Zeit hast. Okay, also Erlabach hatte ich schon. Erlabach habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so Bock drauf, Erlabach zu zocken. Und realistisch, ja, können wir gucken. Können wir gucken, ob wir vielleicht auch auf der Mischamt nochmal irgendwie was ändern, ob wir dann mich ab nochmal umziehen, aber da können wir mal gucken. Ich kann bei Twitch nicht anmelden. Ich cheat nicht. Ah, ich chat, ja, weil du nicht angemeldet bist. Gut. Deswegen das Stream. Ja, es gibt Leute, die können sich auf den Twitch nicht anmelden, weil die es nicht dürfen. Das ist möglich. Ja, deswegen, das tut mir auch leid für euch, aber. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll, ehrlich gesagt. Es tut mir einfach leid. Und ich kann auch gucken, ob ich den vielleicht im Nachhinein als Zeitraffer hochlade oder so, aber da muss ich mir noch was überlegen. So ein bisschen planlos. Und will ich spielen mit mir das 19? Ja, gut, das 19 Spiel mit euch, kann man mal gucken. Oder vielleicht auch mal auf YouTube irgendwas macht, aber da muss ich mich einfach dransetzen mit Server, dies, das und dann drum und dran. So, gut. Dann haben wir die ganzen Fragen geklärt und dann kommen wir mal zurück auf diese Themenübersicht hier. Also, neue Projekte haben wir dann also erst. Dankeschön. So, neue Projekte haben wir dann erstmal so jetzt. Nicht so viel, also Erlabach wohl ganz oft gesagt wird. Also Erlabach machen wir dann eher weniger. Es wird vielleicht Schlappen, wenn Schlappen rauskommt, wird vielleicht Schlappen nach dem Projekt kommen. Davon gehe ich mal aus. Was wir vielleicht auch realistisch oder so machen können, da können wir mal gucken. Wenn ihr Schlappenbrille habt, gerne mal Hashtag Schlappenbach in die Kommentare. Gut, dann mehr Cuts. Werde ich mal gucken, dass ich mich dann da mit Shotcut mal auseinandersetze und mit Shotcut probiere zu schneiden. Wer Ahnung von Shotcut hat, gerne mal bei mir melden. Mein Discord-Tag hier.
Ja, melden. Gut, dann Tutorials. Werde ich dann auch noch anfangen. Vielleicht werde ich auch heute schon eins aufnehmen. Mal gucken. Streams kommt gleich einer, vermutlich. Wenn ich Schluss habe, werde ich heute auf jeden Fall streamen. Heute Abend, heute im Laufe des Tages, also am 13.06. Euer Content ist nicht so viel zu geschrieben, aber es wird auch Minecraft kommen und es wird auch nochmal ETS und Snowrunner ein bisschen was zukommen. Und mehr MP mit Zuschauern, habe ich gesagt, wenn wir dann einen Server für erstellen, ich dann einen Server demnächst mal machen, wo wir dann halt alle zusammen irgendwie auf irgendeiner schönen Map, die mir dann zum Überlegen mit euch in so einem Stream oder so, wo wir dann zusammen zocken können. Vielleicht zu gewissen Zeiten und online ist der Server, wo das dann ohne Stream reinkommen könnt. Also, dass ich dann auf YouTube halt da ein Infovideo gibt. Server ist online. Immer freitags von dann bis dann oder samstags von dann bis dann und oder so irgendwie. Mal täglich von 18 bis 20 Uhr online der Server, dann könnt ihr reinkommen. Mal stream ich mal nicht oder so. Da kann man sich dann nochmal überlegen, wie man das macht. Und ja, das würde ich sagen, war es noch für mit dem Infovideo. Ich hoffe, es hat ein bisschen was für euch gebracht. Mir hat nicht so viele Dinge gebracht, ehrlich gesagt, was ich machen kann, aber ich will erstmal so weiter bleiben wie bisher. Ich werde mich ja weitermachen. Werde die Videos ein bisschen kürzer machen und ein bisschen weniger pro Videos, dass ich ein bisschen öfter Videos machen kann vielleicht. Und mir dann noch ein paar Sachen ein paar Sachen überlegen. Streamen werde ich auf Twitch weiterhin, twitch.tv/ww-play, da es dort für mich einfach besser ist. Das Spiel. Ich habe auch gerade eingestellt, habe komme auf Twitch besser klar und Twitch zieht vor allem auch weniger Performance als YouTube. Gut, dann würde ich sagen, was ist das für das Video? Entsprechend, lasst nur noch rum da. Schaut auch gerne bei den anderen Projekten vorbei oder auch auf Twitch. Und ja, mach's gut, bis dann und ciao, Leute.